Was geht, Freunde? Spotfam ist wieder am Mic und wir sind heute in Need for Speed Heat drinne und testen und tunen einen Ford GT, also einen Ford Mustang GT. Ja, die Tuning-Bewertung vom Auto liegt bei 6 von 10 und an sich das Auto kann man, denke ich mal, richtig schön tunen. Ich habe es auch schon mal getunt und da kann man eine richtig krasse Folien draufpacken, Leute. Also seid echt gespannt, wird richtig ein krasses Auto, wird ein krasses Video. Ich hab Bock, ich hoffe, ihr habt auch Bock und wir starten mit dem Video. So Leute, hier nochmal als kleine Info, wenn ihr auf diesem Kanal seid, gerne ein Like da lassen, gerne ein Abo da lassen und wir starten direkt mit dem Beschreiben dieses wunderschönen Autos. Ja, also es handelt sich hier wie gesagt um einen Ford Mustang GT. Ich weiß nicht die PS-Anzahl, ich schätze ihn so auf 520 PS oder so, schätze ich mal dieses Auto. Wir schauen gleich mal in der Garage einfach nach und ich denke mal auch drin hat er einen V8 drin. Es handelt sich ja um ein Muscle Car eigentlich, also Ford Mustang gehört ja zu der Muscle Car Reihe und ja. Okay, ich lag falsch, zum Teil. Also, er hat 419 PS und ja, ein V8, wie auch zu erwarten war. Ne? Wir haben einen weiteren V8, können wir einbauen. Einen nochmal ein V8, 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 V12, V10, V8 und V12. So, ich schaue jetzt gerade, chillt mal, 33. Okay, ja, das ist der beste Motor. Also baut einfach den besten, nein, baut einfach den teuersten Motor rein und der ist am sichersten. Wie gesagt, man kann es ja nicht genau wissen, was jetzt der beste Motor ist oder so. Leute, ich habe aber dazu ein besseres Video noch hochgeladen. Geht, glaube ich, nur 3 Minuten, 2, 3 Minuten oder so. Und da erkläre ich euch, wie ihr den besten Motor erkennen könnt. Also ich sag's mal so, der Motor, der mit höchster Wahrscheinlichkeit am besten ist. Weil man kann es ja nicht genau wissen, welcher Motor der beste ist. Man muss dafür halt alle Motoren durchkaufen und alles einbauen. Aber Leute, wir sind ja nicht reich. Ne, wir können sowas nicht leisten. Deswegen schaut gerne hier oben rechts beim Video vorbei. Dauert nur 2-3 Minuten, würde mich sehr freuen. Und ja, dann seid ihr auch schon schlauer in diesem Game. Ne? Also das Video hat, glaube ich, auch schon über 300 oder 500, keine Ahnung, Klicks oder so. Geht eigentlich voll fit. Und ich check gerade nicht, welchen Teil ich hier einbauen soll. Naja, genau das da. Ja. Okay, okay, also die Werte können sich auf jeden Fall sehen lassen. Alles wieder auf 10 bis halt auf Leistung. Die ist halt auf 8,7, aber ansonsten finde ich das eigentlich ganz, das ist ein ganz guter Motor, ne? Also ihr seht, der Trick, der klappt, ne? Also schaut gerne das Video vorbei hier. Wie gesagt, einfach den besten, den teuersten Motor einbauen und dann habt ihr auch schon den für mich besten Motor. Also ich finde jetzt echt nicht schlecht. Alle Werte, fast alle sind auf 10, von dem her passt das eigentlich. Ja, wir gehen jetzt einfach mal in die Kategorie Karosserie rein. Boah, ich habe mich gerade schon versprochen, das habe ich gerade rausgeschnitten. Und gucken mal, ob wir hier was finden können. Ja, aber da nehmen wir das da. So. Was nehmen wir hier? Komm, wir nehmen das da hier. Steht ja richtig weit raus. Das passt. Das passt voll gut. Boah, was ich euch zeigen möchte. Guck mal, das ist richtig krass beim Grill. Man kann hier das da machen. Zack. Und dann schaut man, was man hat. Ey, das ist so krass, ne? Das sieht so krank aus. Und ich weiß auch schon, welche Folierung wir später draufpacken werden. Und zwar wird das eine Monster-Folierung sein. Also so eine Monster-Energy-Folierung. Wer die Marke nicht kennt, dann den, das, ja, dann kennt ihr die halt nicht. Aber das ist auf jeden Fall so eine Energy-Marke. Digga, was erzähl ich hier gerade? Das weiß auch, ich safe jeder. Aber ihr wisst schon, was ich meine. Einfach so eine Monster-Folierung. Die ist auch richtig sportlich. Und allgemein, dieses Auto kann man auch richtig krass für Drift-Events nehmen. Also ich kann es euch richtig empfehlen. Ich habe es ja schon mal gehabt. Auf einem anderen Account halt. Und da war es auf jeden Fall richtig top, das Auto. So, jetzt habe ich noch nicht aufgepasst. Nein, er hat keinen ausklappbaren Flügel. Er hat nur eine Spoiler-Lip. Ich finde die auch eigentlich ganz schön, deswegen lassen wir die einfach mal. Wir machen noch Soundsystem rein. Und was können wir hier? Kofferraumdeckel. Aha. Was ändert sich jetzt hier? Nix. Gut. Heckleuchten nehmen wir. Da gibt es ja fast keinen Unterschied, Digga. Na komm, wir nehmen das da. Passt schon. So, beim Diffusor, da finden wir bestimmt auch was richtig Gutes. Da kann ich mich noch erinnern, gab es richtig krasse Teile. Ja, guck mal, Alter. Ey, das sieht so krank aus, ne? Junge. Boah, das hat sogar so ein Formel 1 Licht, ne? Oder? Keine Ahnung. Aber der ist auf jeden Fall fett, deswegen nehmen wir den auch. Das wird nämlich ein richtig kranker Driftauto. Also richtig krankes Driftauto. Also ich habe ihn jetzt nicht auf Driften umgebaut, ne? Aber das kann man halt dann noch machen. Easy. Und ich kann euch versprechen, der driftet echt gut. Vielleicht jetzt nicht in diesem Video, aber er driftet richtig, richtig gut. Zumindest war es so bei meinem alten Account, ne? So. Ich habe einen extra Account extra für YouTube gemacht und so. Und deswegen tune ich hier meine Videos für YouTube und beim anderen zocke ich einfach nur just for fun. So, Grill lassen wir. Scheinwerfer würde ich sogar gelb nehmen, weil es dann richtig schön passt mit dem Grill, finde ich. Auch wenn da ein kleiner Farbunterschied gibt, aber das ist relativ egal.
Und wir haben Stoßfänger. Ja, was haben wir hier? Oh. Ne, wir nehmen das da mal. Und hier bei der Spoilerlippe nehmen wir. Ja, nehmen wir das da. Das finde ich, sieht schön aus. Aber allgemein, Leute, das Auto kann man, finde ich, richtig schön tunen. Also ich finde es echt, es ist echt krank geworden. Frontkotflügel. Frontkotflügel, was? Echt? Jetzt? Ich will ja kurz schauen, ob man hier irgendwas dran machen kann. Ja, boah, Alter, das sieht aber auch krank aus, ne? Machen wir safe dran. Boah. Dann nehmen wir die Kotflügel. Ich mag's. Ja, komm. Nee, lassen die. Scheiß drauf. Passt schon. Ich wollte eigentlich die anderen, aber gut. Ist egal. So. Ja, wir hätten es, glaube ich, jetzt gemacht mit dem optischen Tuning, ne? Von der Karosserie her. Ich glaube schon. Falls das nicht, gerne in die Kommis reinschreiben. Und ja, wir starten dann auch jetzt direkt mit der Folierung und auch mit den Felgen. Die Felgen zeige ich euch mal kurz, welche ich dran machen möchte. Sind auf jeden Fall richtig krasse Felgen. Also ich kenne die schon und die passen richtig gut auf dieses Auto drauf. So Leute, das sind die Felgen hier, die ich meine, 58 von 106, also die Nummer 58 sind sie. Sehen richtig krass aus, finde ich. Dieses Design, die sind ja so eingewölbt bisschen, sieht richtig Bombe aus, finde ich. Und wenn man die noch so in einer krassen Farbe macht, wenn es dann noch richtig passt oder Folierung, beziehungsweise Lackierung des Autos, sieht richtig krank aus, vertraut mir. So, ich mach's nochmal hinten drauf und danach gehen wir rein in die Folierung. Und ich freue mich so krass, euch die Folierung zu zeigen. Das ist so krank, ne? Okay, Leute, das sind jetzt also die fertigen Felgen. Guck mal, wie böse das ausschaut, ne? Mit den Scheinwerfern. Richtig krank. Ich hoffe, der geht noch gut runter. Also, ich hoffe, der geht noch gut tief. Aber ansonsten Felgen richtig krass. Ich habe noch gelbe Bremszettel genommen und halt, ja, gelochte Bremsscheiben und so. Reifen mit Aufschrift, ne? Vielleicht, wenn ihr es schon gesehen habt. Reifen mit Aufschrift habe ich auch genommen. Finde ich passt gut zu der Driftszene. Deswegen habt ihr einfach mal genommen. Und wir machen weiter mit, ach warte, lass mal gucken, ob der tief geht, ob der gut tief geht. Oh ja, guck mal, ich bin eigentlich relativ zufrieden, ne? Ja, das ist eigentlich ganz gut, das ist eigentlich ganz gut. So, wir machen da auch Sturz drauf, wir machen da, glaubt man, sogar komplett Sturz drauf. Boah, ja, Mann, Alter. Und jetzt gehen wir auch endlich rüber zur Folierung. Also wir gehen hier in die Community rein und hier, boah, Digga, ist es das da? Nein, oder? Töten wir? Nein, das ist, glaube ich, nicht das, oder? Oder? Ja, könnte schon sein, eigentlich. Töten wir jetzt mal kurz weiter. Vielleicht finden wir hier was anderes. Okay, Leute, also hier ist es. Ich habe es gefunden. Die Nummer 39 von 1000. Ich glaube, das ist bei euch halt eine andere Nummer, aber ja, ist auf jeden Fall Nummer 39 von 1000. Ist ja nicht meine Folierung, ne, ganz klar. Also wurde von irgendeinem random Spieler auf der Welt gemacht. Also ist nicht meine, ne. Aber ich finde diese Folierung richtig krass. Es sieht einfach geil aus. So, jetzt machen wir hier nochmal die Scheinwerfer an. Also den Grill, sag ich mal. Sieht echt krank aus. Also mit der Farbkombination, mit diesem grünen Monster-Logo, sieht es richtig gut aus. Und hinten haben wir auch noch matt, also die Grundfarbe ist ja matt-grau, ne? Und ja, sieht auf jeden Fall Bombe aus. So, wir machen jetzt noch hier ein paar Effekte rein. Zum Beispiel machen jetzt ein grünes Nitro, grüne Fehlzündung und machen noch grünen Reifenqualm. Also es ist alles so neongrün-mäßig gehalten, ne? Und Unterbodenbelichtung machen wir hellgrünes Neon, einfach grünes Neon. Einfach grünes Neon und Luftfahrwerk bauen wir auch noch mit ein. So, damit hätten wir das Auto jetzt komplett getuned, ne? Nein, ich mache noch den Auspuffsound. Den Auspuffsound mache ich auch noch und danach hören wir uns, glaube ich, auch schon draußen und machen eine Testfahrt. Also ich freue mich schon sehr und ja, bis gleich. Okay, Leute, so sieht also das Auto jetzt auf der Straße aus. Warte, ich mache mal jetzt Kinokamera an und dann seht ihr jetzt, guckt mal, chillt mal, chillt mal. Na, komm schon. Komm, jetzt da. Beste. So sieht das Auto jetzt von außen aus, also Unterbodenbelichtung ist jetzt an, also ich habe das Motor jetzt ausgeschaltet, deswegen sind jetzt auch Rückleuchten alles aus, ne. Aber ansonsten finde ich auch auf der Straße, sieht es krank aus, vor allem jetzt in der Online-Lobby kann man damit richtig krass flexen, auch wenn es jetzt nicht meine Folierung ist. Aber ja, guck, jetzt machen wir uns an. Ja, sieht schon sehr krank aus, finde ich. Passt alles richtig gut zusammen. Ich würde sagen, wir machen mal einen von 0 auf 100, oder? Nee, komm, lass einfach mal so fahren. Lass einfach mal so ein bisschen Just Love fahren und dann gucken wir einfach mal, wie er sich fahren lässt. Also wir sehen jetzt hier schon die grüne Fehlzündung und
hier jetzt einen grünen Reifen qualmen. Alter, richtig krank. Also diese Farben passen alle richtig gut zusammen. Digga, was war das für ein Fail, ja? Ja gut, das Auto ist jetzt nicht krank auf Driften umgebaut, also eher so auf Racing, aber wenn man den auf Driften umbaut, ist er richtig gut im Driften, das kann ich euch sagen, weil ich habe ihn ja wie gesagt schon mal getuned auf einem anderen Account. Aber ansonsten Leute, optisch das Auto 10 von 10, ich finde man kann es auch richtig gut tunen, also Spoiler-Möglichkeiten gab es gute, Diffusor-Möglichkeiten gab es auch richtig schöne, wobei ich gerade merke, der Diffusor ist irgendwie ein bisschen zu groß, ne? Ich weiß nicht. Aber ansonsten die Front, Leute, bei dem Auto sieht so krank aus. Also hier schon das Thumbnail wird von vorne auf jeden Fall geschossen. Also Leute, das wäre es gewesen mit dem Video. Kaufempfehlung bei dem Auto auf jeden Fall da. Also da es optisch richtig viel zu bieten hat und auch Leistung finde ich auch richtig gut. Also alles war bei ihm 10 und 10 und 10 bis halt auch auf Leistung, die war halt auf 8,6 oder so. Ja, aber ansonsten Beschleunigung, alles Nitro war alles auf 10. Und ja, auf Driften kann man das Auto auch easy umbauen, damit es auch richtig gut driften. Deswegen Kaufempfehlung auf jeden Fall da, Leute. Das wär's gewesen mit dem Video. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Like da und wir reden nicht viel. Bis zum nächsten Video. Ciao.